Crossfire, dein Podcast. Heute kommen die Sternsinger. Ich weiß, die kommen dieses Jahr nicht so wie sonst, aber in vielen Orten haben sich die Mädchen und Jungen, die sich als die heiligen drei Könige verkleiden, etwas überlegt, wie sie trotz aller Beschränkungen einen Segen hinterlassen und für einen guten Zweck sammeln können. Doch einmal abgesehen davon, für mich ist das eine dieser Kirchenaktionen, die ich total stark finde, weil da so viel Symbolik drin steckt. Fängt schon damit an, dass es drei Könige sind. Eine mythische Zahl. Schon immer gewesen. Für die alten Ägypter stand diese Zahl für Horus, Isis und Osiris und damit für Leben, Tod und Wiedergeburt. Wenn bei den Ägyptern die drei auftauchte, dann war damit die ganze Existenz gemeint. Dann verwiesen die Ägypter auf die Gesamtheit menschlichen Lebens. Bei den Juden war das ähnlich. Für die ist die drei immer ein Hinweis auf die drei Söhne Noahs, auf Sem, Japhet und Ham. Das ist bis heute so. Und diese drei Söhne, die stehen stellvertretend für die Stammväter der Völker der Erde. Bei Juden drückt die drei also aus alle Menschen, alle Völker der Erde. Und zur Zeit Jesu sahen das alle Gelehrten so, weil es drei bekannte Erdteile gab. Deshalb werden drei heilige Könige dargestellt. Und deshalb haben die auch unterschiedliche Hautfarben. Schwarz, weiß und rot oder gelb. Um eben deutlich zu machen, diese drei Könige, die stehen stellvertretend für alle Menschen. Aus dem gleichen Grund sieht man in vielen Krippen die Könige als Menschen unterschiedlichen Alters. Ein junger Mann, einer in seinen besten Jahren und ein Greis. Auch das, um deutlich zu machen, dass alle vertreten sind, junge und alte. Eigentlich geht es also immer um das Gleiche. Eigentlich sollen die drei heiligen Könige bis heute deutlich machen, dass alle gerufen sind, dass Gott Mensch geworden ist für alle Menschen, ohne Unterschied. Allein wegen dieser Symbolik finde ich die Sternsinger-Aktion stark. Doch es kommt noch besser, denn weißt du, ich wohne ja nicht weit von Köln entfernt und im Kölner Dom liegen die Gebeine der heiligen drei Könige. Aufgebahrt sind die in einem prächtigen goldenen Schrein. Irritierend ist, auf diesem Schrein wird mit kleinen Figuren die Geschichte der heiligen drei Könige gezeigt. Nur sind da gar nicht drei Könige zu sehen, sondern vier. Weil der Künstler, der diesen Dreikönigsschrein im 12. Jahrhundert angefertigt hat, weil der auch Welfenkönig Otto den IV. Abbilden wollte. Der hatte den Bau dieses wertvollen Schreins schließlich bezahlt. Das sollte entsprechend gewürdigt werden. Der Künstler wollte aber noch mehr deutlich machen. Er wollte dem Förderer und allen, die diesen Schrein betrachten, sagen, tu es den heiligen drei Königen nach. Such das Kind, verehre es, diene ihm, folge ihm nach. Dieser vierte König, der ist also auch noch in meine Zeit gesprochen. Der soll mir sagen, auch du, Claudius, bist angesprochen. Und wenn ich dann heute von unseren Sternsingern um eine Spende für Menschen gebeten werde, die meine Hilfe brauchen, dann sagt mir dieser vierte König eben auch, sei du dieser vierte König. Trag dazu bei, dass die Welt ein wenig besser wird. Ich kann also König sein. Und es ist gar nicht schwer. Mein Motto für diesen Tag heute deshalb ganz klar, heute ein König. Tabor Pray Network.